Hallo Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Mir geht es leider nicht so gut, weil ich bin total krank geworden. Ich weiß nicht genau, ob man es gerade an meiner Stimme hört. Auf jeden Fall bin ich an dem Tag schon früher von der Schule gekommen, weil es mir so unfassbar schlecht ging. Und es ging einfach gar nicht mehr. Mir war super kalt, ich musste die ganze Zeit husten, ich hatte Schnupfen, ich hatte komplett Kopfschmerzen und ich glaube, ich hatte auch Fieber. Und eventuell ist es jetzt nicht die beste Idee, ein YouTube-Video dazu zu drehen, weil ich sollte mich eigentlich ausruhen. Aber ich wollte euch trotzdem dabei mitnehmen, weil ich habe das Gefühl, zurzeit sind relativ viele krank. Deswegen dachte ich, überstehen wir das einfach gemeinsam. Hallo Friends und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen gut geht. Ich weiß nicht genau, ob man es mir ansieht oder hören kann, aber ich bin übelst krank geworden. Also ich habe so eine krasse Erkältung. Ich kann auch gar nicht richtig durch meine Nase atmen, das ist richtig anstrengend. Und ich muss meine Nase so oft putzen, dass ich hier auch schon so eine Entzündung habe. Und hier ist einfach alles entzündet, weil es die ganze Zeit hier reibt wegen Nasenputzen. Boah, mir ist gerade so warm. In der Schule war mir die ganze Zeit richtig kalt. Ich habe auch richtig viel angezogen. Also, ich habe unter diesem fetten Pullover, der ist wirklich fett, der ist sogar gefüttert, dieses T-Shirt an und darunter habe ich nochmal was an. Und unter der Hose habe ich auch nochmal eine gefütterte Leggings. Ich habe mich bei meiner besten Freundin angesteckt, bei der Friederike. Ich wusste, dass sie krank ist und ich habe mich trotzdem mit ihr getroffen. Das ist eigentlich komplett meine Schuld. Auf jeden Fall habe ich mir gerade ein Bad eingelassen und ich werde jetzt erstmal baden gehen. Ich habe leider nicht so ein Erkältungsbad, aber was ich habe, ist einmal das hier. Dann habe ich das hier und das hier. Bevor ich in die Badewanne steige, muss ich mich aber noch abschminken und ich muss meine Haare sichern, sodass sie nicht nass werden. Beziehungsweise dutt. So. Das ist jetzt ein ziemlich hässliches Haarband, aber es erfüllt seine Aufgabe, also benutzen wir es. Weil das ist halt relativ breit und wenn ich in die Badewanne steige, dann kann ich es so umhaben und hier wird nichts nass. Aber ich muss jetzt eh erstmal mein Gesicht waschen, deswegen kann ich es nach hinten machen. MAC hat mir einfach ein Cleansing Oil zugeschickt. Ich finde es, um ehrlich zu sein, aber nicht so toll. Aber es ist teuer, deswegen benutze ich es. Ich wusste nicht mal, dass MAC Skincare Sachen hat, aber cool, jetzt weiß ich es. Wisst ihr, was ich meine? Das geht irgendwie so zur Hälfte ab, das Make-up, aber dann auch nicht weiter. Deswegen muss ich noch ein anderes darüber verwenden. Es tut mir leid, aber ich vertraue den beiden Cleansings gerade nicht, deswegen benutze ich jetzt ein drittes. Macht mir bitte nicht nach, das ist eine ganz dumme Idee. Man muss nicht sein Gesicht dreimal reinigen. In meiner Roomtour hatte ich ja mein Bad ein bisschen genauer gezeigt gehabt. Auf jeden Fall, wie man sehen kann, ich habe kein Bad, deswegen muss ich nach unten gehen. Aber irgendwie habe ich Lust, noch eine Sheetmask zu machen, deswegen suchen wir mir hier eine raus. Ich benutze die hier. Das hier ist jetzt das andere Bad. Das ist das Bad, was meine Familie benutzt. Also die haben hier eine große Dusche, Waschbecken, Toilette, was auch immer. Und hier haben sie auch eine Badewanne. Da habe ich auch schon Wasser reingelassen. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Maske hier auftragen. Boah, die ist so schleimig. Ich mag sowas eigentlich nicht. Habe ich ja schon mal erzählt, ich hasse eigentlich Baden. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir antue. Ich habe die Hoffnung, dass ich dann schneller gesund werde. Cool, jetzt sehe ich aus wie ein Monster. Ey Leute, dieses Salz, ne? Badekristall heißt es, glaube ich. Das riecht richtig, richtig gut. Oh, ich wünschte, ihr könntet das gerade riechen. Ihr habt das gerade nicht mitbekommen, aber ich habe gerade originell gar nichts gemacht für die letzten 2 Stunden. Ich lag einfach nur hier im Bett herum und habe nichts gemacht. Ich kriege langsam auch Kopfschmerzen, weil meine Nase so zu ist und ich einfach keine Luft richtig bekomme. Ach so, und übrigens wegen Baden. Ich saß ungefähr 10 Minuten in der Badewanne und hatte keinen Bock mehr und dann bin ich aufgestanden. Also das hat sich voll gelohnt, nicht? Für die Leute, die nicht genau wissen, was das ist, ist einfach eine Nasendusche. Also man hält sich das so an die Nase und dann soll wohl die Flüssigkeit aus der anderen rauskommen. Sollte ich vielleicht nicht unbedingt in einem Video zeigen, weil es ekelhaft ist, aber wir machen es jetzt trotzdem zusammen. Aua. Das Ding ist, ich habe das ungefähr seit 5-6 Jahren nicht mehr verwendet. Ich habe das früher richtig oft verwenden müssen, weil ich hier irgendwelche Probleme hatte. Ich wurde auch an der Nase operiert deswegen. Aber seitdem habe ich es nicht mehr benutzt. Okay, also ich habe da gerade das Wasser reingefüllt und da müssen wir jetzt dieses Zeug hier reinmachen. Wisst ihr was, wir benutzen einfach eine Schere. Perfekt, so, wir tun das jetzt einfach hier rein. Und sobald ich das hochklappe, kommt da halt Wasser raus. Ich kann euch das kurz zeigen. Seht ihr das? Ich mache mir am besten einen Zopf, damit ich nicht alles komplett nass mache. Ey, ich habe gerade so Angst, das auszuprobieren. Ne? Ich weiß nämlich, dass es sich richtig ekelhaft und unangenehm anfühlt. Okay, also ich halte das jetzt hier einfach an meine Nase noch und klappe es hoch. Okay, also irgendwie funktioniert das nicht mehr. Davor ist richtig gut. Oh, nein, oh, doch, es funktioniert. Das funktioniert. Ich muss meinen Kopf aufrecht halten, glaube ich. Oh, es ist ekelhaft. Das ist so anders ekelhaft. Ups, ich habe vergessen, dass es da zum Deckel gibt. Den machen wir kurz zu und dann machen wir weiter. Ich hab immer noch die Hälfte übrig. Nein, ich habe keine Lust mehr, Leute. Das ist so ekelhaft. Das ist voll cool gebaut. Wenn man die hochklappt, dann kommt da ja Wasser raus, ne? Weil wenn ich dann da oben drauf halte, da ist nämlich ein Loch, dann läuft es nicht weiter wegen dem Druck im Wasser. Und wenn ich da loslasse, dann funktioniert es wieder.
Ja, jetzt läuft es wieder. Ich hasse es so. Okay, wir machen es ein letztes Mal auf der anderen Seite und dann sind wir fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Mein ganzes Oberteil ist das. Okay, los geht's. Hä, es funktioniert irgendwie nicht. Warte mal kurz. Oh, okay. Doch, es funktioniert. Es funktioniert. Oh, es ist so ekelhaft. Oh mein Gott. Ich konnte die letzten Tage nicht so gut atmen. Oh mein Gott, warte mal kurz. Das fühlt sich gerade so gut an. Oh, nein, Leute. Ich nehme alles zurück. Ich liebe das Teil. Das ist so toll. Ey, ich freue mich gerade so unnormal. Meine Kopfschmerzen sind einfach komplett weg. Frag mich nicht warum, aber wir machen jetzt Eyepatches drauf und ich habe irgendwie die von Balea gefunden und ich finde, die sieht so cool aus, die Verpackung. Oh, die glitzern. Schaut ihr. Oh mein Gott, ich finde die so schön. Ich finde die so schön. Ey, ich bin auch die einzige Person auf dieser Welt, die sich so krass wegen Eyepatches freut. Oh Leute, ich wollte echt dieses coole Serum verwenden, was nicht cool ist. Ich habe es nur gekauft, weil es günstig ist. Aber da ist nichts mehr richtig drin. Hallo, komm mal raus. Oh, jetzt hat es funktioniert. Aha. Cool. Wir verwenden jetzt dieses Metallding, aber dafür desinfiziere ich es, damit da keine Bakterien dran sind. Okay, das sollte reichen. Und das versuche ich jetzt damit so ein bisschen einzumassieren. Ob das was bringt? Wahrscheinlich nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich mich heute nochmal schminken soll und nochmal TikToks drehen soll. Irgendwie habe ich voll Lust drauf. Ich soll es aber wahrscheinlich lassen und mich lieber ausruhen, weil ich bin schon ziemlich krank. Oh mein Gott, das hört sich so gut an und angenehm. Was habe ich da gemacht? Warum rutschen die Eyepatches immer runter? Minuspunkt. Dieser Lippenbalsam ist eigentlich schon komplett aufgebraut, aber ich pull da immer noch so ein bisschen was raus und lege es dann auf meine Lippen. Weil hier wird kein Geld verschwendet. Da ich absolut krank bin, sollte ich mir wahrscheinlich eher einen Tee machen, aber ich mache mir jetzt einen Kaffee, weil ich sonst so tot bin. Es ist 17 Uhr, nur ich trinke dann Kaffee. Ich hatte heute Morgen keinen, weil ich 2 oder 3 Tassen, keine Ahnung wie viele da reinpassen, Ingwertee hatte und das habe ich mit in die Schule genommen. Ich habe alles ausgetrunken. Deswegen darf ich jetzt einen Kaffee trinken, okay? Judge mich nicht. Oh mein Gott, Leute, das fühlt sich gerade so an wie so eine Morgenroutine von mir. Nur, dass es gerade 5 Uhr ist. Ich werde jetzt anfangen, mich zu schminken. Das macht zwar absolut gar keinen Sinn, weil ich komplett krank bin. Aber ich liebe es, mich zu schminken und es macht mich immer glücklich, also machen wir das. Wir machen auch Sonnencreme drauf. Das hat zwar jetzt absolut gar keinen Sinn, weil die Sonne komplett weg ist und wir auch zu Hause bleiben. Aber es gehört zu meiner Make-up-Routine, also machen wir das jetzt. Oh Leute, wirklich, wenn ich eine Sache auf dieser Welt liebe, dann ist es, mich zu schminken. Ich liebe es so unfassbar sehr. Als Primer benutze ich wieder den MAC Primer. Ich glaube, ich habe es schon letztes Mal erwähnt. So toll finde ich den jetzt nicht, aber er war teuer. Also benutze ich den. Ich habe ihn zum Glück zugeschickt bekommen, weil ich bin viel zu geizig, viel Geld für Make-up auszugeben. Boah, Leute, so viele Influencer beschweren sich ja darüber. Ja, es ist so viel Arbeit und der Job ist so hart und was auch immer. Aber ich liebe es. Ich liebe es so unfassbar sehr, Influencerin zu sein. Und ich bin euch auch wirklich dankbar dafür, weil nur wegen euch kann ich das machen. Ich kriege die ganze Zeit so coole Sachen zugeschickt, ne? Und ich kriege Geld dafür, dass ich mein Hobby mache. Also YouTube, TikTok, Instagram, was auch immer. Das ist halt einfach mein Traumberuf und ich bin so glücklich. Okay, das lassen wir jetzt alles einmal kurz einziehen. Fun Fact, meine Schwester wollte jetzt essen gehen. Es ist aber 5 Uhr, ja? Und ich habe keinen Bock, um 5 Uhr essen zu gehen, weil ich habe gerade gar keinen Hunger, vor allem, weil ich auch gerade Kaffee trinke. Und deswegen geht sie jetzt mit meinem Vater zusammen alleine essen. Und mein Vater hat mir versprochen, mir dann aber was zu essen mitzubringen aus dem Restaurant. Und die gehen zu einem Vietnamesen und da schmeckt das Sushi so gut. Und fragt mich bitte nicht, warum ein Vietnamese Sushi verkauft. Ich benutze zurzeit diesen Concealer von Essence, aber das ist nicht dieser Camouflage oder wie der heißt? Doch, Camouflage heißt der. Das ist ja der hier. Die finde ich um echt nicht so toll, weil die super austrocknend sind. Anderen haben zwar eine höhere Deckkraft, aber der hier lässt sich so schön auftragen. Ich mache den auch immer an meine Wangen, weil ich da so Narben habe. Und den hier hat mir eine Zuschauerin von mir geschickt. Den finde ich um echt nicht so gut. Aber ich habe euch lieb, deswegen benutze ich den auch. Und ich liebe es, den aufzutragen. Es ist voll satisfying. Ey, vor allem, Leute, ich schminke mich jetzt so richtig krass schön. Und das wird aber alles gar nicht drauf bleiben, weil ich werde dauernd meine Nase putzen müssen. Und dann geht hier wieder alles ab. Boah, ich war so lange nicht mehr krank. Ich habe schon wieder vergessen, dass es sowas wie Nasenspray gibt. Oh,
Ich hasse es, Nasenspray zu verwenden. Okay, Leute, ich mache jetzt mein restliches Make-up zu Ende. Dabei nehme ich euch aber nicht mit, weil ich mache das in jedem Video. In jedem. Ich weiß auch nicht, warum ihr euch das immer wieder anschaut, ja? Aber es regt mich allein auf, wenn ich das Video schneiden muss, weil ich immer dasselbe mache. Deswegen zeige ich mich jetzt wieder, wenn ich fertig bin. Ich habe es davor komplett vergessen zu erwähnen, aber ich habe super viel Fanpost bekommen, wie man hier sehen kann. Und wir werden jetzt zusammen auspacken. Okay, also das ist das erste Paket. Boah, ich bin gerade so am Struggeln, das Ganze aufzumachen, aber ich habe es hinbekommen. Oh mein Gott, das ist schon wieder so süß verpackt. Okay, also erstmal hat sie ganz viele Bilder von mir reingetan. Oh, dann hat sie voll das süße Haarreif mir geschenkt. Einfach Taschentücher, Leute, das passt sogar, weil ich krank bin und da ist ein Lama drauf, okay. Schokolade. Dann haben wir irgendwas fürs Baden. Ich habe richtig viele Nagellacke bekommen. Boah, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, weil das steht da nicht drauf, aber ist bestimmt cool. Ah, das Parfum. Warte, ich will das irgendwo drauf sprühen. Ich benutze einfach mein eigenes Bild. Das riecht so gut. Nein. Oh, Haargummis. Oh mein Gott. Leute, ihr kennt mich so gut. Ich verliere immer meine Haargummis. Und ganz viele Masken. Okay, das hier ist das zweite Paket. Ich habe das Safe gerade irgendwie falsch aufgemacht. Und? Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ach so, Leute, das ist ein PR-Paket. Das ist nicht direkt ein Fan, aber ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich habe es nicht verstanden. Das ist der Grund, warum das auch so aussieht. Ich habe keine Ahnung, was für Produkte das sind. Ich bin gerade so gespannt. Ich liebe PR-Pakete. Okay, also ich habe erstmal eine Bürste bekommen. Ey, die ist aber richtig schön. Seht ihr das? Oh, die ist so süß, Leute. Ich hoffe nur, die gehen nicht direkt wieder kaputt, weil ich mache so viele kaputt. Das liegt doch gar nicht an den Produkten, wenn die kaputt gehen. Ne? Das ist dann einfach wirklich meine Schuld. Boah, die sind richtig schön. Okay, Leute, warte mal. Ich weiß nicht genau, wie die Marke heißt. Es steht hier drauf. Seht ihr das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen Dank. Okay, als nächstes nehmen wir das hier. Oh, das ist voll süß verpackt. Okay, also erstmal haben wir wieder Bilder von mir selbst. Oh, sie hat mir voll die süße Karte geschrieben. Die werde ich mir später auf jeden Fall in Ruhe durchlesen. Dann haben wir ganz viele Masken. Noch so anderes Zeug. Keine Ahnung, was das genau ist. Boah, hier ist voll die schöne Spange drin. Okay, warte, das muss jetzt runter. Yay! Yeah. Die ist wirklich süß. Okay, das hier ist jetzt das letzte Paket, das wir zusammen aufmachen. Ich habe eigentlich noch andere, aber ich kann nicht jedem in diesem Video aufmachen, sonst wird das zu lang. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr es überhaupt interessant findet, mit mir zusammen diese Pakete aufzumachen oder super öde und langweilig. Nein, Leute, warte, ich war letztens in einem Laden und ich habe genau diese Haarspange gesehen und ich wollte die unbedingt haben, aber die war mir zu teuer. Dann habe ich sie mir doch nicht geholt. Dieses Haarband ist auch anders, unnormal süß. Seht ihr das? Man kann die sogar so richten, wie man möchte. Dann habe ich, oh, sie hat da sogar so ein Bild drauf gemalt. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen was zu essen bekommen. Nochmal eine Maske. Nagellack, der ist sogar richtig schön. Okay, ich versuche das Ganze jetzt hier aufzuräumen und dann sehen wir uns wieder. Achso, ich habe gar nicht erwähnt, ich habe mein Make-up davor gemacht. Ja, das ist das Ergebnis. Okay, also ich habe das Ganze jetzt versucht ein bisschen zu sortieren. Das sind die Tuchmasken, das sind eigentlich Eyepatches. Das ist jetzt gerade eine Lippenmaske. Das hier sind die ganzen Peel-Off-Masken. Ich habe so viele diesmal bekommen. Das sind normale Masken. Das sind noch zwei Beauty-Produkte. Ich habe sogar so einen Karabinerhaken bekommen. Aber der ist voll süß, weil er in Herzform ist. Dann habe ich... Oh, das sind auch noch Eyepatches. Hä? Bin ich komplett blöd? Ja, das sind... Ich habe so viele Eyepatches bekommen. Das merke ich jetzt gerade erst. Und da sind nochmal Badezusätze. Und ich habe hier gerade nochmal eine Tuchmaske gefunden. Okay, die einzelnen Sachen versuchen wir jetzt hier reinzusortieren. Das sah mal hier ordentlich aus. Das kommt einfach hier irgendwie rein. Ja, ich will mir da jetzt auch nicht so viel Mühe geben. Sehr schön. Die normalen Masken, vielleicht sortiere ich das hier auch mal irgendwann, weil es sähe halt schöner aus, wenn man das so clean haben würde. Oh nein, Leute, die ganzen Eyepatches bekomme ich, glaube ich, nicht rein. Nein. Obwohl. Boah, dieses Fach ist so voll, Leute. Okay, ich habe es irgendwie nochmal hinbekommen. Und dann die ganzen Peel-Off-Masken. Nein. Und nochmal Badezusätze, die kommen hier rein. Ich habe diese Masken hier, die Peel-Off-Masken übrigens doch noch irgendwie reinbekommen. Und das wird jetzt geschlossen. Leute, das übereskaliert langsam, ne? Da ist kein Platz mehr. Wenn ich jetzt neue bekomme, dann muss ich irgendwie erweitern den Schrank. Aber dann muss ich da die Sachen anderswo anders hin, woanders hin machen. Ich kann auch nicht mehr reden. Okay, Leute, ich fliege euch an. Bitte verurteilt mich nicht dafür, was ich jetzt sage, aber... Ich gehe heute Abend feiern. Ich weiß, das sollte ich nicht tun, weil ich komplett krank bin. Aber meine beste Freundin hat mich gefragt und sie hat Jungsprobleme und ihr geht schlecht. Deswegen wird jetzt feiern gegangen. Ich muss mir deswegen jetzt eine Frisur machen und ich zeige euch, wie die aussieht, weil meine Haare sind unnormal fettig. Okay, also als allererstes, wir machen hier so ein Part raus. Das fixieren wir mit der Klammer. Und den Rest der Haare kämmen wir jetzt hoch, aber nur in einen sehr hässlichen Zopf, weil wir machen sowieso gleich wieder auf. Ja, wow, der ist echt sehr hässlich geworden, aber das ist gerade wirklich egal.
So, dann machen wir die vorderen Haare wieder auf. Und das kämmen wir uns jetzt so nach hinten. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich nehme mir dafür einfach diesen Got2B-Kleber. Ich habe den auch in Kleinformat. Und das fülle ich einfach hier oben an die Spitze. Ja, und dann stecke ich das da so rein. Und damit kämme ich mir jetzt vorne die Haare glatt. Ich lieb's. Es ist so satisfying. Oh mein Gott. Ja. Ich werde auf jeden Fall, nachdem ich vom Feiern zurückkomme, heute noch duschen müssen. Also wirklich, ich muss heute noch duschen. Weil ich habe morgen früh gleich koreanische Schule. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt feiern gehe. Das ist so eine dumme Idee. Oh, ich habe ja das hier. Das ist so eine dumme Idee. Aber ich bin dumm. Leute, bitte nimmt mich nicht als Vorbild, sondern nimmt mich einfach als Anti-Vorbild. Macht es einfach so, dass ihr immer genau das Gegenteil macht, was ich mache. Und lernt aus meinen Konsequenzen, weil mir wird es wahrscheinlich morgen super schlecht gehen. Das werde ich dann aber einfach mitfilmen und dann werdet ihr daraus lernen, dass ihr das nicht macht. Und dann bin ich wieder eine gute Vorbildfunktion. So machen wir es, okay? Jetzt habe ich es hinbekommen. Hoffen wir, dass es gut ist. Es gefällt mir, um ehrlich zu sein, absolut gar nicht. Es sieht super komisch aus. Ich muss die vorderen Strähnen rausnehmen, wie auch immer. Ich werde so nicht rausgehen. Okay, also einmal diese Strähne hier. Und die hier. Ich bin fertig. Frag mich nicht, wie ich das Gel vorne rausbekommen habe. Meine Haare vorne sind noch leicht nass, aber wenn sie trocknen würde, sollte das Ganze noch mal ein ganzes Stück besser aussehen. Ich muss darüber auf jeden Fall noch mal einen Pullover anziehen, weil draußen ist es so kalt. Aber wenn ich dann in der Bar sitze oder im Club bin, dann kann ich einfach den Pullover ausziehen. Ach man, mit dem Pullover sieht mein Outfit dann so basic aus. Genau. Und jetzt packen wir zusammen meine Tasche. Okay, Leute, es tut mir leid. Kleine Planänderung. Ich musste mich doch ein bisschen beeilen. Meine Tasche habe ich bereits gepackt und ich gehe jetzt mit Frederike nach Frankfurt. Ja! Frederike, wie sie versucht, ihre Nase Mann, zu putzen. Mann, hör auf! Meine Nase ist konturiert, ich kann nichts sehen. Und damit ihre Nase nicht verschmiert. Die sind so cool. Ja. Damn, warte, film das. Ja! Ja! Ich hab voll Höhenangst. Guten Morgen, Freunde. Ich bin gerade eben von der koreanischen Schule gekommen, beziehungsweise ich war noch beim Rossmann. Ich habe es leider nicht geschafft, heute Morgen zu filmen. Oh! Alles gut, Jungkan! Auf jeden Fall habe ich heute Morgen so krass gehetzt, dass ich keine Zeit hatte zu filmen. Mir geht es leider absolut gar nicht gut. Also ich bin noch mal ein ganzes Stück mehr krank geworden. Ich weiß nicht, ob es man mir gerade anhört. Aber egal, wir machen jetzt den Rossmann-Hall. Also als allererstes habe ich ein Erkältungsbad geholt, weil ich wollte das unbedingt ausprobieren und deswegen gehen wir gleich nochmal baden. Weil gestern hatte ich ja keins. Und dann habe ich so Bonbons geholt. Ich will um echt dann auch mal gleich probieren, wie die schmecken. Weil die hier sind jetzt ohne Zucker. Ich hatte davor nur die mit Honig. Und die fand ich irgendwie nicht so cool. Dann habe ich für meine Haare eine Haarmaske geholt. Zahnbürsten, falls ich irgendwo übernachte, dass ich eine mitnehmen kann. Weil ich habe nur eine elektrische. Und falls jemand bei mir übernachtet. Dann so eine dünne Bürste, weil ich habe ja nie eine. Multivitaminsaft, damit ich schneller gesund werde. Ich habe für die Augen so einen Roller geholt. Der sieht so aus. Und angeblich soll man einfach, oh ja, das kommt richtig gut raus. So unter die Augen rollen, das geht jetzt noch nicht, weil ich Concealer trage. Dann habe ich einen Hitzeschutz mir geholt, einen neuen Duschschaum, beziehungsweise Waschgel und japanisches Heilöl. Das soll irgendwie auch gut sein für die Luftwege und so. Oh, und ich habe mir noch ein neues Blush geholt und für weißere Zähne eine Zahnpasta. Dieser Blush wird doch direkt ausprobiert. Ich habe extra einen genommen, der nicht so glitzert und ich wollte einen haben, der relativ orange ist. Für die Farbe einfach am schönsten. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich muss nochmal überlegen, ob ich den schön finde. Okay, Leute, es tut mir leid. Kompletter Zeitsprung. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich glaube, ich hatte gebadet gehabt oder so. Ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder auf eine Party, obwohl ich komplett krank bin. Ich zeige euch auch kurz mein Outfit. Es ist keine richtige Party. Ich werde einfach von einem Freund bei seinem besten Freund eingeladen. Und dann chillen wir halt mit ein paar anderen. Also es wird sehr chillig. Das ist auch besser so, weil ich fühle mich immer noch nicht 100% gut. Aber ich will auch nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben. Man sieht es zwar nicht richtig, aber ich trage so eine schwarze Schlaghose. Und das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen. Daumen nach oben, Leute, okay? Ich weiß ganz genau, dass ihr das nicht macht. Ansonsten würde ich mich natürlich auch noch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ich wünsche euch sonst einen wunderschönen Tag. Ich hab euch lieb. Ciao.